Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. In diesem Video möchte ich euch mal von einer Sache in F1 22 erklären, die meiner Meinung nach völlig fehl am Platz ist. Aber starten wir erst einmal ganz von vorne. In den letzten Wochen habe ich mir sehr viel deutschsprachigen F1 22 Content angeguckt. Spezielle Grüße gehen raus an die Content Creator Dave Gaming, Patrick F1 Gaming, Marcel Kiefer und Marcel Fischer. Jungs, Dankeschön für die Einblicke in das Game und Dankeschön für die Infos, die ihr an uns vermittelt habt. Also meine Meinung sieht bisher wie folgt aus. Bisher sieht das Spiel vielversprechend aus. Es kann ein richtig cooles, wenn sogar das beste Formel 1 Game ever werden, was Codemasters jemals auf den Markt geschmissen hat. Speziell nach dieser F1 2021 Enttäuschung, die ich nur noch ein einziges Mal spielen muss, bevor ich das Spiel dann endgültig deinstalliere. Man muss dazu sagen, klar, das Spiel ist aktuell noch Work in Progress, das heißt, es ist noch nicht hundertprozentig fertig. Ein paar Bugs müssen hier und da noch gefixt werden, speziell auch das KI-Verhalten, was von Dave Gaming in seinem Livestream vom Mittwoch kritisiert wurde. Er sagte in seinem Livestream, dass die KI teilweise waghalsige Aktionen macht und das sollte man auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Aber Dave, speziell nochmal Grüße an dich. Ich finde es klasse, dass du in deinem Livestream, nachdem du eine Stunde das Spiel sozusagen getestet hast, dass du 95% der Chatfragen noch beantwortet hast, gerade wegen dem neuen Game. Einfach nur richtig coole Aktion von dir. Aber kommen wir jetzt mal zu diesem F1 Live-Abschnitt My Place. Also erstmal, My Place bedeutet übersetzt sowas wie meine Wohnung oder mein Haus. Im Prinzip geht es darum, dass man sich sein digitales Wohnzimmer einrichten kann. Was man genau einrichten kann, erzähle ich euch jetzt. Man kann Folgendes einrichten bzw. anpassen, nämlich die Couch, das Kissen, den Fußboden, die Wand, die Möbel, die Leuchten und die Wandbilder. Liebes Codemasters-Team, sind wir hier bei schöner Wohnen oder was? Mal ganz ernsthaft, liebes Codemasters-Team, bei allem nötigen Respekt, aber das hat doch wirklich null mit Formel 1 zu tun. Obwohl, ich muss sagen, die Wandbilder. Man sieht zumindest ein paar Reifen und man sieht einen Boliden. Okay, dann hat es vielleicht zu 5% etwas mit Formel 1 zu tun, aber mal ganz ehrlich, muss das wirklich sein? Eine Sache weiß ich jetzt schon. Ich werde den MyPlace-Modus auf jeden Fall vermeiden, weil ich da einfach keinen Sinn drin sehe. Als Ende Mai der Feature-Trailer zu F1 22 rauskam und MyPlace zum ersten Mal gezeigt wurde, wisst ihr, wie meine Reaktion darauf war? Hä? Was denn das? Ganz genau, so habe ich geguckt. Und das ist wirklich kein Scheiß. Eine Frage, liebe Community, wie ist eure Meinung bezüglich MyPlace? Haltet ihr es für sinnvoll und wollt ihr es nutzen? Oder denkt ihr, es ist völliger Mumpitz und ihr vermeidet das, so wie ich? Schreibt mir eure Meinung zu F1 22 MyPlace gerne in die Kommentarfunktion. Oder wenn euch das lieber ist, ihr könnt auch gerne an einer Abstimmung dran teilnehmen. Die habe ich gestartet, sobald das Video online war. So, liebe Community, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und das supportet auch meinen Kanal. Wenn ihr auf der Suche nach einem Discord seid, kann ich euch meinen anbieten. Link dazu in der Videobeschreibung. Da erwartet euch zum Beispiel in der Zukunft ein F1 22 Streckenguide. Außerdem bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neuer Insta-Post draußen ist. Die F1 News gibt es für euch. Eine Ankündigung zu Videos und Streams gibt es ebenfalls. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video und ciao.